Thank you.
Gewaltig, was diese Instrumente können, sagenhaft. Liebe Drehorgelfreunde in nah und fern, herzlich willkommen in der Raumfahrthalle des Technikmuseums Speyer. Dir, Sina Hildebrand, vielen Dank für das Intro. Die Swinging Safari, mit der 1962 Bert Kämpfer einen Riesenerfolg hatte. Gespielt hat Sina auf einem Instrument vom Bodensee, gebaut von Josef Raffin, eine 31er Raffin mit 31 Tonstufen, 119 Pfeifen und 6 schaltbaren Registern. Ja, und die Safari soll uns den ganzen Abend begleiten, in diesem Zusammenhang auch noch an unseren Affen Gregor ein fröhliches Bananensuchen und vielen Dank für die humoristische Einlage. Sina möchte ich kurz vorstellen, ihr Betrieb betreut einen Großteil der mechanischen Musikinstrumente hier im Museum. Sie sorgt dafür, dass die Orgeln, Musikautomaten und so weiter immer den richtigen Ton angeben. Ja, bei der Safari geht es um die Big Five, um Büffel, Elefant, Löwe, Leopard und Nashorn. Bei uns heute Abend geht es um die Big Five der Drehorgelszene, um Raffin, Baci Kalupo, Stöber, Frati und Bruder. Aber jetzt übergebe ich an dich, Sina. Vielen Dank nochmal für das Intro und du bist dran. Danke, lieber Horst, für die schöne Einleitung. Ja, auch von mir einen wunderschönen guten Abend, ihr lieben Leute draußen, alle an euren Computerbildschirmen. Wie gesagt, heute unsere Drehorgel-Safari für euch als Livestream. Und wir fangen direkt an mit einem von den großen Big Five. Aber diese Big Five von Baci Kalupo, die ist klein und kompakt. Das ist eine 18er Drehorgel und die wird euch jetzt vorgespielt von unserem Museumspräsidenten Hermann Leier. Und der spielt für euch jetzt aus unserer Turbine Mein Hut, der hat 3 Ecken. Mein Hut, der hat 3 Ecken, 3 Ecken hat mein Hut. Und hätt er
drei Ecken, dann wär's auch nicht mein Hut. Ich möchte euch alle begrüßen, liebe Zuschauer über Land und Meer. Seid ganz, ganz herzlich willkommen. Ich freue mich aber sehr. Bravo, Hermann. Super. Ja, und ich stehe hier vor einer Pfalz D3, ein Doppeldecker, der wenige Meter von dieser Raumfahrthalle gebaut wurde. Die Pfalzwerke waren hier in Speyer ansässig, von vor dem Ersten Weltkrieg bis kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Und wahrscheinlich ist der sich hier um die Ecke befindende Flugplatz der älteste Flugplatz Deutschlands. Deswegen hat uns die Sina auf einer wunderschönen Baci Kalupau via Nopan den Fliegermarsch mitgebracht. Wir freuen uns auf den Fliegermarsch. Bitte, Sina. Ja, vielen Dank, Sina, für den Fliegermarsch. Wir kommen jetzt zum ersten Videoeinspieler aus Waldkirch. Und Waldkirch wird den meisten von euch Drehorgelfreunden etwas sagen. Wir bekommen ein Grußwort von Wolfgang Brommer. Und anschließend spielt Bert Wintermantel auf einer Gebrüder Bruder 1856 Waldkircher Figurenorgel. Viel Spaß damit. Lieber Herr Leier, liebe Orgelfreunde, wir können heute leider nicht bei euch sein. Deshalb haben wir überlegt, wir senden einen musikalischen Gruß hier aus dem Orgelbauersaal in Waldkirch. Der Orgelbauersaal Ende 2000 mit der Waldkircher Orgelstiftung gegründet, hat über 90 Instrumente. Wir freuen uns, wenn Sie uns einmal besuchen. Und der musikalische Gruß heute spielt Bernd Wintermantel, unser Vorstand, auf einer der berühmten Waldkircher Figurenorgeln. Ja, diese Figurenorgel der Firma Gebrüder Bruder stammt aus dem Jahr 1856 und raten Sie mal, warum das bei uns einfach nur der Knödelfresser heißt. Thank you.
Danke, lieber Waldkircher Drehorgelfreunde. Danke, Wolfgang Brommer, für euren schönen, netten Videogruß. Ihr lieben Leute, ihr habt's gesehen, der Orgelbauersaal in Waldkirch. Wenn's euch mal in den Schwarzwald verschlägt, in die Hochburg der mechanischen Musikinstrumente nach Waldkirch, dann besucht ihn einfach mal einen Besuch statt. Wir machen jetzt weiter bei uns hier. Nach der 26er Gocci Bacigalupo Violino Pan haben wir jetzt unsere 38er Klarinettenorgel hervorgezaubert. Und wir möchten euch heute sehr breite Spektren an Musik vorstellen. Nicht nur die leichte Unterhaltung, sondern auch was aus dem kirchlichen Raum. Naja, morgen ist ja schließlich auch Sonntag. Und deshalb, um die Vielfalt auch zu zeigen, spielen wir heute schon mal einen Choral, der eigentlich erst morgen erklingen würde. An der Kurbel steht der Gotthard Arnold, unser Urgestein. Chefrestaurator hier auch mit mir zusammen von den mechanischen Musikinstrumenten hier im Museum in Speyer. Und wir spielen jetzt Großer Gott, wir loben dich. Gotthard, vielen Dank. Der nächste Programmpunkt ist was ganz Besonderes, wahrscheinlich eine Weltpremiere. Hermann Leier, unser Museumspräsident, spielt auf einer Frati Harmonipan, Baujahr 1890, einen Marsch, und zwar einen Marsch, den unser Freund Peter-Heinz Kern bei Recherchen im Daimler-Benz-Museum gefunden hat. Der Marsch heißt Unter dem Dreizackstern, ist weitgehend vergessen. Ich habe auch versucht, im Internet nach diesem Stück zu recherchieren. Ich habe leider keine Fundstellen gefunden. Peter-Heinz Kern hat die Noten und die Texte, den Text ausgegraben, auf die Walze geschlagen, hat es Martin Zumbach. Und jetzt freuen wir uns drauf. Hermann, Reh in der Kurbel. Sizilien oder Polen, Frankreich, Schweiz und Russland. Wo
es gilt, den Sieg zu holen ist. Der Dreizack stand bekannt, deutscher Arbeit Ehrenzeichen, fürchtet keine Konkurrenz. Möge nie sein Stern erbleichen, unser Stolz, Mercedes-Benz. Gruß an alle Mercedes-Freunde da draußen. Vielen Dank, lieber Hermann. Ja, Premiere eines Musikstücks fast in Vergessenheit geraten, zum Glück durch Freunde nicht. Jetzt wenden wir uns aber vom Automobil den Frauen zu. Und von den heutigen Tagestemperaturen könnte man meinen, es passt. Frühling im Februar. Und passend spielt deshalb jetzt der Horst Thome, unser reizender, liebevoller Referent für mechanische Musik. Das ist eine Untergruppe unseres Museumsfördervereins. Wir haben uns dazu entschieden, heute für euch auf seiner 2031 Raffin das Lied Veronika, der Lenz ist da. Nelken, alle Blumen welken, nur die eine nicht und die heißt Vergissmeinnicht. Von Blumen haben wir es jetzt aber nicht. Wir haben den zweiten Videoeinspieler und wir gehen jetzt von Waldkirch, fahren wir weiter nach Süden über die deutsch-schweizerische Grenze. Von dort erreicht uns nämlich die nächste Videobotschaft. Genauer gesagt, das geht nach Schaffisheim. Dort ist der Max Gautschi zu Hause mit seiner Frau, mit der Therese. Und die beiden haben eine Kakteengärtnerei. Und aus dieser Kakteengärtnerei schickt jetzt der Max einen besonderen Gruß an euch und an uns alle hier ins Netz. Er spielt nämlich auf einer seiner Orgeln in seiner Sammlung Slendy Durfee. Max, heb acht, bleibet gesund, ciao, bis bald. Thank you.
Freunde. Mit dem Landidörfli grüße ich euch aus der stacheligen Ecke der Schweiz. Es ist schön, dass die Serenade trotz allem stattfinden kann. Ich freue mich aber schon jetzt darauf, dass im nächsten Jahr die Serenade in echt stattfindet. Inzwischen hoffe ich, dass der eine oder die andere den Weg nach Schafisheim zu mir und meiner Sammlung mechanischer Musikinstrumente findet. Ja, das sind schon mein nächster Programmpunkt. Bleibt fit und bis im nächsten Jahr. Wir sind schon beim nächsten Programmpunkt. Die Sina mit ihrer Museums Speyer Bruderorgel aus dem Wilhelmsbau. Und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Ja, habt ihr schon zu Hause eure Teppiche ausgerollt? So, normalerweise, wenn ein Astronaut auf der Bühne steht, ist man in einem Udo Lindenberg-Konzert und weiß, es ist jetzt gleich zu Ende, weil Udo hebt ab, fliegt übers Publikum und ist weg. Unser Astronaut, der arbeitet hier, Andreas Hemmer, Museumsleiter hier in Speyer, vor dem Mock-up vom IGE, der Mondlandefähre, die erste menschliche, technische Errungenschaft, die einen anderen
Trabanten erreicht hat. Ja, Charles Duke, Alan Bean, Eugene Cernant und nicht zu vergessen Buzz Aldrin sind vier Moonwalker und die haben alle eins gemeinsam. Die waren alle hier schon in Speyer, haben diese Halle gesehen, haben das Space Shuttle Buran gesehen, haben das Mondauto gesehen, die Landefähre und wir waren von allen sehr, sehr beeindruckt. Andreas Hemmer mit geschlossenem Visier wird uns jetzt auf der 31er Raffin Konzertorgel, Baujahr 1990, den berühmten Titel Fly Me to the Moon spielen. Bart Howard hat ihn 1954 kombiniert und weltberühmt hat ihn Frank Sinatra gemacht. Wir freuen uns auf deine Darbietung und dann bis bald in der Schwerelosigkeit. Vom Mond geht jetzt wieder zurück in unsere irdischen Gefilde. Der nächste Videogruß steht an, kommt wieder aus der Schweiz. Er kommt heute jetzt aus Basel. Dort sitzt der Peter Rohrer mit seinem Museum Wunderwelt der mechanischen Musik. Und er war so lieb und hat für uns eine ganz besondere Einspielung gemacht, denn Peter hat sich was Extravagantes einfallen lassen. Er kombiniert Drehorgel mit live zusammengespielten Musikinstrumenten. Und genau das wollen wir uns jetzt gemeinsam zu Gemüte führen. Ich glaube, vielleicht haben Sie auch schon zu Hause die Teppiche weggerollt, um vielleicht ein bisschen tanzen zu können. Denn jetzt gibt es Tango auf die Ohren. Der Peter an seiner Stüberorgel und die Verena Schad an der Querflöte spielen jetzt für euch alle da draußen und für uns den Tango La Comparsita. Es freut uns, dass wir dürfen bei dem Livestream mitmachen. An der Querflöte Verena Schad und ich an der Dreiorgel, wir spielen La Comparsita. Musik
Danke Peter, danke Verena für euren wunderschönen Videogruß. Auch an euch beiden, bleibt gesund und hoffentlich bis bald nächstes Jahr. Hoffentlich auch ihr beide, wenn alles wieder normal verlaufen darf. Hier live bei der Triorgelserenade Nummer 3. Tango hatten wir gerade. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und einige von Ihnen haben zu Hause so ein bisschen mitgewippt oder das Tanzbein geschwungen. Jetzt wieder eine andere Seite der Triorgel. Und zwar die poetische. Weil die Triorgel war ja auch früher dazu da, es gab ja die Bänkelsänger, die so ein bisschen das Geschehen und Moritaten vorgetragen haben. Aber es gibt nicht nur Moritaten, sondern auch ein Handwerker hat es ja nicht immer in seinem Leben gerade sehr leicht. Und darum hören wir heute mal, der Text könnte auch in die jetzige Zeit, trotz dass es schon so alt ist, passender nicht mehr sein. Und zwar aus dem Lustspiel der Verschwender hören wir jetzt vorgetragen von Gotthard Arnold auf der 18er Bauchorgel von Bacigalupo das Hobellied. Da streiten sich die Leute herum, oft um den Wert des Glücks. Der eine heißt den anderen dumm, am End weiß keiner nix. Da ist der allerärmste Mann dem anderen viel zu reich. Das Schicksal setzt den Hobel an und hobelt beide gleich. Die Jugend will halt stets mit Gewalt in allem glücklich sein. Doch wird man nur ein bisschen alt, da findet man sich schon drein. Da zankt mein Weib mit mir, oh Graus, das bringt mich nicht in Wut. Da klopf ich meinen Hobel aus und denk, du brummst mir gut. Zeigt sich der Tod einst mit Verlauf und zupft mich, Brüder, komm. Da stell ich mich am Anfang taub und schau mich gar nicht um. Doch sagt er, lieber Gotthard, du, mach keine Umstände, geh! Da leg ich meinen Hobel hin und sag der Welt Ade. Ein Tischler, wenn sein Waage fällt, hat manche frohe Stund. Das Glück ist doch nicht in der Welt mit Reichtum bloß im Bund. Seh ich so viel zufriedenen Sinn, da flieht mich alles weh. Da leg ich nicht den Hobel hin, sag nicht der Kunst Ade. Ja, Gotthard, vielen Dank. Das Lied passt natürlich gut in unsere heutige Zeit. Das Schicksal setzt den Hobel an. Ich glaube, den einen oder anderen hat es erwischt dieses Jahr und letztes Jahr. Die Museen sind zu, die Läden sind zu, die Umsätze schwinden. Aber ich denke, es kommen auch wieder bessere Zeiten und wir schauen positiv in die Zukunft. Peter, du hast mich mit einem Einspieler an letztes Jahr erinnert und da ist mir natürlich prompt wieder eingefallen, was uns heute Abend fehlt. Heute Abend fehlen Sie uns, die Zuseher, am PC, am Laptop, am Handy, am iPad. Ihr fehlt uns hier, ihr könntet hier in der Halle sein, wir hätten viel Spaß miteinander
Und Peter, wir hatten letztes Jahr viel Spaß. Du hast gespielt, du schwarzer Zigeuner, auf deiner wunderbaren Drehorgel. Und wir, Hermann Leier und ich, das Schande über uns, Asche auf unser Haupt. Wir haben dir versprochen, wir besuchen dich. Haben wir nicht geschafft letztes Jahr, aus verschiedenen Gründen. Dieses Jahr werden wir alles dran setzen und bei dir in der schönen Schweiz in einem wunderbaren Museum vorbeischauen. Ja, wir haben natürlich schon Reaktionen aus dem Internet. Wir haben Grüße aus Mexiko, Saludos de Mexiko. Wir haben Grüße aus Ascona, wir haben Grüße aus Vancouver. Und wir hatten bisher im Schnitt um die 300 Zuseher. Das ist etwa das, was wir erwartet haben. Damit sind wir sehr zufrieden, wenn ihr alle nächstes Jahr zu uns mit hierher kommt und noch Freunde mitbringt, dann wird es nächsten Februar an dieser Stelle 2022 eine tolle, tolle Veranstaltung. Ja, gegrüßt haben die Motorradfreunde Sindelfing, weiß schon, wer da dahinter steckt. Hallo Jungs, morgen fahren wir. Schloss Solitude und viele, viele mehr. Ja, wie gesagt, hier in der Halle gibt es einiges zu sehen. Das Mockup vom Eagle habe ich erwähnt, die Space Shuttle Buran habe ich auch erwähnt. Was es hier auch zu sehen gibt, und das ist ziemlich einmalig, ein Original-Mondstein, der steht vor der Landefähre Eagle, vor dem Mondauto. Wirklich sehenswert, wer den noch nicht gesehen hat, sollte, sobald das Museum wieder auf hat, unbedingt hier vorbeischauen. Wir werden, wie gesagt, nächstes Jahr die Drehorgelserenade, sofern uns die Ordnungsämter das genehmigen, wieder stattfinden lassen. Es wird an Weihnachten das Weihnachtskonzert geben und wir freuen uns auf Sie. Und ich darf jetzt übergeben an die Sina. Danke, lieber Horst. Ja, wir kommen jetzt zum letzten Einspieler, Videoeinspieler des Tages. Es geht nochmal in die Schweiz, jetzt geht es aber nicht nach Basel, sondern es geht ins Baselbiet. Es geht nach Liestal. Guten Abend, Edi, hallo Yvonne, ich hoffe, ihr beiden seht uns auch zu. Leider könnt ihr heute auch nicht da sein und der Edi tut hobbymäßig Drehorgeln bauen, restaurieren und er steckt auch teilweise alte Stiftwalzen wieder neu. Und genauso eine selbstgebaute Orgel nach einem alten Vorbild mit einer von ihm selbst geschlagenen Walze bekommen Sie alle miteinander jetzt zu hören. Letztes Jahr hat der Peter den schwarzen Zigeuner gespielt und jetzt spielt ihn der Edi für euch alle. Ganz viel Spaß damit. Herzliche Grüße aus der Schweiz schickt allen der Stadtdrehorgler Edi Niederberger aus Liestal. Ich spiele den schwarzen Zigeuner. Thank you.
ja. Wo ist bloß die Zeit hingesaust? Das war der letzte Videoeinspieler und wir sind kurz vor Schluss unseres allerersten Livestreams der zweiten Drehorgelserenade hier aus der Raumfahrthalle in Speyer. Uns hat es riesengroße Freude gemacht, euch diesen Sonnabend ein wenig mit unserer Drehorgelmusik und all den Grüßen versüßen zu dürfen. Klar, wie der Horst schon vorhin gesagt hat, ihr fehlt uns einfach hier. Hier fehlt einfach die Stimmung. Aber nächstes Jahr wird hoffentlich alles wieder besser. Dann sehen wir uns hier wieder live. Dann sind auch wieder Freunde garantiert vom Pfälzer Drehorgel-Stammtisch dabei, die Schweizer Freunde und hoffentlich auch noch viele, viele andere Drehorgelfreunde und Sie alle. Und mir bleibt eigentlich nichts mehr anderes zu sagen als macht's gut, bleibt gesund, uns gewogen und irgendwann sehen wir uns hier wieder. Und das letzte Stück, was der Horst spielt, das ist so berühmt, dass ich es nicht ankündigen werde. Und versprochen, nächstes Jahr singen wir hier zusammen auch wieder mit euch. Tschüss. Jetzt machen wir aber noch was, was wir nicht geprobt haben. Gott sei Dank sind wir live. Ich möchte alle bitten, Affen, Astronauten, Präsidenten, Drehorgelspieler, zu mir vor die Kamera zu kommen. Und dann können wir euch, dann können alle sehen, wer denn alles mitgewirkt hat. Und wir singen vielleicht zusammen einen alten Elvis Presley-Titel aus G.I. Blues. Alle, die den Film kennen, kennen den Titel. Muss ich denn zum Städtele hinaus. Danke fürs Zuschauen. Tschüss. Bis nächstes Jahr. Tschüss.